Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar haben wir heute ein Unboxing von der aktuellen Trend Raider Box. Die ist heute bei mir angekommen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich die auspacken darf. Die Box wurde mir vom Trend Raider Team zur Verfügung gestellt, damit ich euch die präsentieren darf. Ich freue mich wirklich sehr und es ist mir eine Ehre, weil ich diese Box richtig toll finde. Die Trend Raider Box ist eine Trendbox, eine nachhaltige Trendbox. Die kommt versandkostenfrei zu euch nach Hause. Sie beinhaltet jeden Monat einen Warenwert von ca. 85 Euro, was ich Wahnsinn finde. Ihr findet hier drin Produkte aus dem Bereich Wellness, Fashion, Food und Design. Das finde ich richtig gut. Das ist eine bunt gefächerte Box. Also hier kann auch was zu essen drin sein, was ich richtig cool finde. Ihr habt die Möglichkeit zwischen einer normalen oder einer veganen Variante. Ich habe hier die vegane Variante, was ich richtig spannend finde. Die Box kostet zwischen 29,95 Euro und 34,95 Euro. Also es kommt immer darauf an, für was für eine Variante ihr euch entscheidet. Es gibt einmal die einmalige Box, die kostet dann 34,95 €. Die ist einmalig, kommt dann so zu euch nach Hause, ist auch ideal zum Verschenken. Dann gibt es auch noch verschiedene Abo-Formen. Und zwar haben wir einmal dieses Jahresabo, dann haben wir das flexible Abo, das ist jederzeit kündbar. Das ist dann immer ein Monat, geht das weiter und ihr könnt das kündigen. Dann gibt es noch ein 3-Monats-Abo und das Jahresabo. Das Jahresabo ist somit auch am günstigsten, wie das bei jeder Box der Fall ist. Und ihr bekommt dann auch 12 Boxen nach Hause, also jeden Monat. Und da kostet euch die einzelne Box dann pro Monat nur 29,95 €. Damit spart ihr also noch mal ein bisschen was, wenn ihr euch ein Jahresabo abschließt. Was auch super daran ist, wenn ihr ein Jahresabo habt, ihr bekommt alle 2 Monate ein Goodie extra. Also das bekommen die anderen dann nicht, die sich eine Einzelbox bestellen, sondern ihr bekommt als Jahresabonnenten dann immer dieses Goodie alle 2 Monate dazu. Das finde ich richtig cool. Das ist nochmal so ein Produkt, was extra dann da drin ist. Das reizt natürlich nochmal so ein bisschen an, sich ein Jahresabo abzuschließen. Und die Unboxings, die ich vorher immer gesehen habe, da waren wirklich sehr, sehr schöne Produkte drin, die man auch alle gebrauchen kann. Ich bin super, super gespannt. Die Trend Raider Box hat jeden Monat ein neues Thema. Ja, das ist immer so eine Art Themenbox, ja, die halt so ein bisschen auf das Thema abgestimmt ist. Und das finde ich auch super. Das passt halt alles so gesamt zusammen, was ich sehr schön finde. Wenn ihr euch jetzt dazu entschließt, euch auch eine Box zu holen, die Mai-Box ist aktuell nicht mehr verfügbar, aber ihr bekommt dann, wenn ihr das jetzt abschließt oder wenn ihr euch eine Box bestellt, die nächste Box, nämlich die Juni-Box. Und wenn ihr noch 10% sparen wollt, könnt ihr gerne meinen Rabattcode nutzen. Den habe ich freundlicherweise für euch zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde ihn hier oben einblenden, Chiquita10. Dann spart ihr 10% auf die Box oder auf eure Einzelbox, wie auch immer ihr euch entscheidet, falls ihr euch diese Box zulegen wollt. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lang genug gequatscht, ich habe euch lang genug jetzt die Fakten zu der Box erzählt. Wir packen das Ganze jetzt aus. Das Ganze an sich ist ein riesen Karton und das ist auch die eigentliche Box schon. Hier neben steht auch noch mal drauf, Vegan Edition. Also ich habe hier wirklich die vegane bekommen und ich bin gespannt. Das Ganze kann man hier aufreißen und zwar ist hier so ein Reißerchen dran und wir werden die jetzt öffnen. Wenn man das Ganze dann geöffnet hat, steht hier drauf, viel Spaß mit deiner Box, wünscht dir dein Trend Raider Team. Handmade in Berlin with love. Also sehr, sehr schön. Das klappt man dann hier auf und hier oben hat man dann halt so nochmal Schutzpapier drin. Also das Ganze ist auch nachhaltig gehalten, was ich sehr gut finde. Wenn man das Papier abgenommen hat, haben wir hier so ein Seidenpapier und hier liegen auch schon die Produkte drin. Wir haben hier nochmal einen Aufkleber von Trend Raider und das Ganze ist nicht unnötig extra doppelt eingepackt. Finde ich auch gut und wir gucken jetzt rein. So, und als erstes habe ich dieses Heftchen rausgeholt und zwar ist das Heftchen, wo das Thema von diesem Monat draufsteht. Wir haben hier das Thema Ocean Breeze. Also das sieht sehr nach Urlaub aus, finde ich. Und ich werde das jetzt einfach mal öffnen. Wir gucken mal hier rein. Und zwar steht dann immer auf der ersten Seite ein bisschen was zu diesem Thema. Das werde ich euch natürlich jetzt mal vorlesen. Die Sehnsucht nach mehr. Deine Ocean Breeze Box. Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen und automatisch wächst unser Verlangen, an einen schönen Strand die seichte Meeresbrise zu genießen und auf die Weiten des Ozeans hinauszuschauen. Wir
wollen dieses Gefühl für jeden zugänglich machen, auch wenn wir das Meer nicht live erleben können. Doch wenn du nicht zum Meer kannst, dann kommt das Meer eben zu dir. Wir bringen dir mit deiner Ocean Breeze Box das maritime Lebensgefühl direkt nach Hause. Du darfst dich also auf innovative Lifestyle-Produkte aus Fashion, Food, Wellness und Design freuen, mit denen du dich an den Strand oder die Promenade traumen kannst. Dabei haben wir in diesem Monat den Fokus vor allem auf wertvolle Zutaten aus dem Meer und aus der Meeresregion sowie auf plastikfreie Alternativen gesetzt. Denn unsere Ozeane lieben wir vor allem sauber und müllfrei. Ich finde auch vor allem, dass das Ganze so themenorientiert ist, sehr, sehr schön. Also mir gefällt das Konzept sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe die Box schon offen und hier sind so schöne Sachen, die mich jetzt schon angucken. Und wir werden jetzt mal mit dem ersten Produkt anfangen. Das nehme ich mir jetzt einfach mal hier raus. So, und hier haben wir auch schon das erste Produkt aus der Trend Raider Box. Und zwar habe ich hier von Arctic Blue Omega-3-Kapseln. Und zwar sind das Algenöl-Kapseln, so wie ich das jetzt gerade hier sehe. Ich muss mir gleich mal das Heftchen dazu nehmen. Nahrungsergänzungsmittel mit Algenöl, reich an Omega-3. Eine Kapsel täglich, während oder nach der Mahlzeit. Also das sind so Kapseln und ich werde das jetzt gerade mal öffnen. Wir gucken da einfach mal rein. Also so sehen die aus. Seht ihr das? Das sind so Kapseln und da ist halt so Algenöl drin. Ja, mit Omega-3. Also ich glaube, das ist gut, wenn man sich vegan ernährt. Ich werde das gerade mal nachlesen. Wir haben hier dieses Heftchen dabei. Also das ist ja auch hier noch aufgeführt, was die Produkte können, was das für Produkte sind und wie viel die kosten. Also das werde ich euch natürlich hier unten auch noch einblenden, immer die Preise dazu. Wir haben hier einmal diese Arctic Blue Kapseln und zwar sind das Algenölkapseln und hier steht, natürlich darf in einer Ocean Breeze Box ein Produkt aus Algen nicht fehlen. Die veganen Algenölkapseln von Arctic Blue sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3, welche dir eine gesunde Basis für vegane Ernährung ermöglichen. Sogar die Kapseln sind vegan, da sie aus Seegras und nicht wie üblich aus Gelatine bestehen. Die empfohlene Verzehrmenge liegt bei einer Kapsel täglich, also gut für Augen, Herz und Gehirn. Genau, also das habe ich ja auch schon mal gehört, dass es halt gut fürs Herz sein soll und wenn man sich halt vegan ernährt, fehlt das ja so ein bisschen und man hat so ein bisschen einen Mangel daran und dazu kann man dann diese Kapseln dazu nehmen. Also ich denke, dass das sowieso immer gut ist, sowas dazu zu nehmen. Das Ganze ist tierversuchsfrei und kostet 16,60 Euro. Ich werde euch das aber nochmal unten einblenden. Hier ist das Ganze auch nochmal aufgeführt, also wie diese Kapseln quasi in den Beutel kommen. Also das ist sehr, sehr interessant. Das werde ich mir nachher mal genauer angucken, weil normalerweise sind das ja so Fischölkapseln, glaube ich. Und ja, Veganer nehmen das ja nicht zu sich. Ja, ist auf jeden Fall hier ein bisschen was zum Lesen. Das werde ich mir nochmal genauer angucken. Die Kapseln hier hören sich auf jeden Fall spannend an und ich werde die auf jeden Fall mal versuchen, mal gucken, wie gut die mir tun. Vielleicht merke ich ja irgendeine Wirkung und die sind von der Marke Arctic Blue, wen es interessiert, und sind 100% vegan. Als nächstes habe ich hier so ein Kärtchen drin liegen und damit hat es auch was auf sich. Das habe ich auch schon öfters gesehen und zwar steht hier drauf, mit Liebe gepackt von Carina. Diese liebe Dame hat meine Box gepackt. Das finde ich auch sehr, sehr persönlich. Hier steht nochmal drauf und zwar Hashtag 8, sammel alle Grußkarten unseres Teams mit den Nummern 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Schicke dazu einfach ein Foto deiner Karten an Redaktion @trendraider. Viel Spaß beim Sammeln. Also ihr habt hier jeden Monat eine Karte mit drin, wer eure Box zusammengepackt hat und wenn ihr alle 10 zusammen habt, bekommt ihr eine Geschenkbox. Auch ganz cool und ist auch so ein kleiner Anreiz, dann sich die Box zu bestellen, dass man dann so eine Geschenkbox erhält. Finde ich richtig süß und sehr persönlich und ja, werde ich mal gucken, lege ich mir auf die Seite. Das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist das hier und zwar ist das von I&M Berlin. Die Marke kenne ich und finde ich sehr, sehr gut. Ich habe aktuell eine Augencreme von der Firma hier in Gebrauch und finde ich wirklich gut. Wir haben hier eine Sun Protect Sonnenmilch wasserfest mit einem Lichtschutzfaktor von 20. Die wasserfeste Sun Protect Sonnenmilch Lichtschutzfaktor 20 pflegt die Haut und bietet mittleren Sonnenschutz mit mineralischen UVA und UVB Filtern. Sie lässt sich geschmeidig auftragen und zieht gut ein, ohne weiße Rückstände zu hinterlassen. Ohne Weißeleffekt, ohne Nanopartikel und korallenfreundlich. Also das hört sich auch spannend an. Das wird in Deutschland hergestellt, ist ein sehr schönes Produkt.
Ja, ich werde die jetzt nicht aufmachen. Ich werde die sicherlich dieses Jahr irgendwann nutzen können, weil ich weiß nicht, wie lange die sich hält. Das ist ja Naturkosmetik und das hält sich ja meistens nicht so lange. Das kostet 12,90 € und kommt von I&M Berlin Naturkosmetik. Da freue ich mich sehr drüber, dass das in dieser Box mit drin war. Kann man auf jeden Fall gebrauchen und das passt ja wirklich super zum Thema, finde ich. Als nächstes habe ich dieses Produkt aus der Box rausgezogen und zwar steht hier drauf, ich bin eine Mehrwerttasche von Living Crafts Organic Textiles. Also das wird so eine Tragetasche sein. Hier steht auch nochmal drauf, für unsere Umwelt die Belastung und Verschmutzung der Meere weltweit zunehmend zum Problem für Mensch, Tier und Umwelt. Um dieser Gefahr entgegenzusteuern, haben wir diese Mehrwerttasche aus 100% recycelten Fasern als unseren Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein entwickelt. Mit diesem Kauf dieser Tasche leisten Sie Ihren Beitrag. Sehr schön. Also das ist eine Tasche. Ich zeige euch die mal. Und zwar sieht das so aus. Das sieht aus wie so ein Jeansstoff und hier hinten sind nochmal so Delfine drauf. Sehr schön. Ich werde das jetzt einfach mal öffnen und wir gucken uns die mal an. Ja, und zwar kann man die hier so rausholen. Hat man hier so eine Tasche, die man hier so zusammenknollen kann. Also sehr interessant. So sieht das Ganze aus. Und hier sind nochmal die Delfine drauf. Das ist ja richtig, richtig süß. Ich bin eine Mehrwerttasche, steht drauf. Und hier unten kann man die dann wieder zusammenknäulen. Und dann hat man die wieder so zusammen und kann die quasi in die Tasche tun. Ach, die riecht auch gut. Also die riecht so richtig natürlich. Also die riecht gar nicht künstlich oder sowas. Und ich stehe ja auf so Taschen. Also ich benutze ausschließlich solche Taschen zum Einkaufen gehen. Sehr schön. Werde ich definitiv nutzen. Jetzt gucke ich mal, was dazu in diesem Heftchen steht. Und zwar steht hier unnötige Plastiktaschen. Nein, danke. Living Craft sagt deiner Plastiktüte den Kampf an und hat aus recycelten Materialien einen praktischen Stoffbeutel entwickelt. Dein neuer Begleiter für unterwegs ist zusammenfaltbar und passt dadurch in jede Tasche. Genau, also das ist das ja. Man kann die wieder so zusammenfalten und kann die dann wieder in die Tasche tun. Die Tasche kostet 4,99 €. Mit dem Code TRENDRADER10 erhältst du 10% Rabatt auf nachhaltige Textilien im Online-Shop von Living Crafts. Also das ist eine sehr, sehr schöne Sache mit dieser Tasche. Die werde ich auf jeden Fall nutzen. Und ich will jetzt gerade mal gucken, wie schnell man die wieder zusammenkriegt. Also normalerweise geht das ja recht flott. Und ja, also das geht hier auch ganz schnell. Das kann man alles wieder in diesen Beutel hier reinpacken und man zieht das zu. Ja, und dann hat man das wieder in so einem Beutelchen. Richtig cool, schönes Produkt. Vor allen Dingen auch die Farbe ist schön. Blau ist mal was anderes. Gefällt mir gut. Das nächste Produkt aus dieser Box ist das hier. Und zwar haben wir was zum Essen drin. Das ist von Lexens Knäcke. Ein Knäckebrot, 100% Vollkorn, hergestellt aus schwedischem Roggen. Das hört sich ja schön an. Lassen Sie sich inspirieren. Das ist ein Knäckebrot, ein schwedisches, mit Vollkornroggenmehl, Wasser, Hefe und Salz gebacken. Hört sich sehr, sehr gut an. Knäckebrot kann man ja auch wirklich immer essen. Ich mag Knäckebrot. Ich mag das von Ikea eigentlich ganz gern. Das ist ja auch ein schwedisches und ja, das hier ist halt in so einer Dreiecksform. Ich will das jetzt nicht aufmachen, weil sonst muss ich es ja direkt essen. Das Knäckebrot ist hier drin aufgeführt mit 1,99 € und ich finde, das geht voll klar. Ich weiß gar nicht, wo es das zu kaufen gibt. Ich muss mal gucken, ob es das bei Rewe gibt oder so. Ist auf jeden Fall noch lange haltbar und ja, ich werde das auf jeden Fall testen. Mal gespannt. Sehr schön, so ein Knäckebrot mit rein. Das passt ja auch irgendwie so zum Thema, finde ich. Sehr schön. Als nächstes haben wir was zum Trinken hier drin und zwar von Rabenhorst Entspannen mit Magnesium. Für den Energiehaushalt und das Nervensystem. Mehrfrucht, Direktsaft mit Magnesium und B6. Mhm. Hier ist Passionsblumenkraut, Magnesium und B6 drin, genau. Mit Trauben, Brombeeren und Heidelbeeren. Das sind 125 Milliliter. Wir haben hier einen Preis von 99 Cent und zwar ist das so ein kleinerer. Den kann man zwischendurch mal trinken, finde ich. Ich werde den jetzt auch gerade mal probieren. Ich will mal gucken, wie der schmeckt. Ja, und der ist wirklich richtig, richtig lecker. Der schmeckt wirklich gut. Schmeckt auf jeden Fall vitaminhaltig und ja, Rabenhorst hat immer gute Säfte. Ich mag die Säfte total gern. Finde ich cool, dass hier so ein Saft drin ist. Den werde ich jetzt heute über den Tag verteilt einfach trinken und man hat dann eine Riesenportion Magnesium zu sich genommen. Richtig cool.
Als nächstes habe ich ein Heftchen hier drin und zwar ist das ein Schreibheft, ein Notizheft von Semikolon. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist auch so maritim gehalten, also in so einem Blau. Ja, das ist hier so ein einfaches Heftchen. So sieht das aus. Und innen sieht das so aus. Das hat jetzt keine Linien drin. Das hat Blankoblätter und die sind so ein bisschen gelblich gehalten. Also das ist nicht ganz weiß. Ich nehme an, dass das auch nachhaltig ist und ein ganz einfaches Heftchen. Ich will mal gucken, was hier drin steht. Also hier steht maritimes Notizheft. All das Reden und Schwärmen rund um die Themen Urlaub und mehr inspirieren dich dazu, deine Gedanken niederzuschreiben. Genau, also das passt richtig, wenn man in Urlaub fährt. Manche nehmen sich ja so ein Urlaubstagebuch mit und schreiben dann ihre Erlebnisse und sowas da rein. Dafür finde ich das echt richtig cool. Ich finde das Thema bis jetzt super, super umgesetzt. Also die Sachen passen alle sehr gut zusammen. Das Heftchen ist von der Firma Semikolon und kostet 4,95 Euro. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Also das ist wirklich richtig stabil und sieht auch wirklich maritim aus, finde ich. Als nächstes habe ich dieses Produkt rausgezogen und zwar ist das ein Stift aus PET-Flaschen gefertigt. Eine Flasche, drei Gehäuse steht hier drauf. Ist 89% recycelt und erhältlich auf Pilotpen. Also der Stift ist von Pilotpen und hier sieht man das nochmal. Einmalige Nutzung des Gehäuses, dreimaliges Nachfüllen des Gehäuses. Genau, also man kann hier mit diesen Patronen den Stift nachfüllen und hat somit ein Gehäuse, was man immer wieder nutzen kann. Also nicht diese Wegwerfkulis, die man sonst kennt. Das ist mit Geltinte, sehe ich gerade. Man hat einen sichtbaren Tintenstand. Ja, also das ist ein Stift, passend zu diesem Heftchen, damit man seine Gedanken und Erlebnisse aufschreiben kann. Passt auch wirklich sehr, sehr schön. Ich werde ihn jetzt mal rausnehmen. So, und das ist der Stift. Der ist von Pilotpen und sieht sehr interessant aus. Also wenn ich überlege, ja, dass das eine Flasche mal war oder dass das drei Flaschen waren, finde ich das echt spannend. Und ja, warum nicht, ne? Das Ganze ist made in EU und hat dadurch weniger Transportwege, steht hier nochmal. Also ich finde das auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Kulis aus Plastikflaschen. Ja, ist mal was anderes und finde ich auf jeden Fall klasse, werde ich natürlich benutzen können, lege ich mir hier auf die Seite, bleibt direkt auf meinem Tisch hier liegen. Als nächstes haben wir noch etwas zum Futtern hier drin und zwar von Maniploil grüne und Kalamata Oliven. Also das sind Oliven, Bio, Rohkost, vegan und die sehen wirklich super, super lecker aus. Wertschätzung für Mensch und Natur. Das kommt von Mani Olivenöls, manisonnenlink.com steht hier. Die sind vegan auf jeden Fall und die sehen wirklich richtig gut aus. Ich werde die mal in die Kamera halten, damit ihr das auch sehen könnt. So sehen die Oliven aus und das ist ja mal was richtig Cooles. Also das kann ja wirklich jeder gebrauchen und Oliven sind sowas von lecker. Sehr, sehr schön. Und hierzu in dem Heft steht, ein Urlaub am Meer macht nicht nur Lust auf Spaziergänge am Strand oder entlang der Promenade, sondern auch auf das lokale Essen. Genau, also das stimmt. Die grünen und Kalamata-Oliven der Marke sind sogar als bestes Bio 2020 Produkt ausgezeichnet worden, wenn das nicht Appetit macht. Wow, also die sind ausgezeichnet, das ist ja wirklich spannend und ich freue mich, die auszutesten, wirklich. Als nächstes haben wir hier noch was zu essen drin und zwar Schokolade, vegane Schokolade, Little Love Raw Organic Chocolate. Salted Toffee, also Karamell, Salz. Wie geil ist das denn? Plastikfrei, Direct Trade und Bio. Also das sieht sehr, sehr interessant aus. Wir haben hier so eine Papierverpackung und ich will gerade mal in dem Heft hier dazu auch gucken, weil ich hatte die Box ja noch nie und ich muss mir die Produkte auch mal genau angucken. Schokolade, wir lieben Schokolade. Um diese Schokolade liebt uns sogar zurück. Denn die Tafeln von Little Love sind aus natürlichen Zutaten und außerdem schonend und bei niedrigen Temperaturen verarbeitet. So bleibt der ursprüngliche Geschmack und die wertvollen Inhaltsstoffe des Kakaos enthalten. Die Rohschokoladen sind zudem nur sparsam mit Kokos, Blüten, Nektar gesüßt und kommen in einer plastikfreien Verpackung zu dir. Bist du auch so verliebt wie wir? Ja, sehr, sehr schön. Und guckt mal die Verpackung an. Das sieht doch wirklich voll süß aus, ne? 2,79 Euro kostet diese Schokolade und wir werden die natürlich jetzt sofort probieren. So sieht die Verpackung aus und ja, wir haben hier Salted Toffee. Und so sieht die Schokolade aus. Also das ist so eine dunkle Schokolade und die hat auch nochmal so ein richtig schönes Muster oben eingeprägt. Und hier sind nämlich Herzchen drauf. Voll schön. Die werde ich jetzt auch sofort testen.
Also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Man merkt richtig diese Salz und dieses Karamell hier drin. Wirklich abnormal lecker. Sehr gut. Also die ist auch wirklich nicht zu süß. Man merkt, dass hier wirklich weniger Zucker oder gar kein Zucker drin ist, sondern nur dieser Kokosblütenzucker. Richtig cool. Little Love heißt die Marke. Über Schokolade freut man sich natürlich immer und ich bin auch mal gespannt auf die Oliven. Also wir haben hier richtig leckere Produkte drin. Wahnsinn. Vor lauter Essen machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar habe ich dieses Produkt noch hier drin von No Makeup. Ein Rebalance Serum Balance Today. Algenextrakt und Inulin. Aktiv gegen Rötungen, fettige Haut, Hautunreinheiten. Reguliert das Mikrobiom. Clean Beauty. 100% vegan. Also wir haben hier von No Makeup was drin. Und das finde ich richtig interessant. Wir haben hier auch eine sehr kurze Zutat. Datenliste beziehungsweise Inhaltsstoffliste. Ich bin auch ganz beim Essen hier irgendwie. Und zwar kostet das Ganze 9,95 €. Das ist ein Serum. Das werde ich gleich mal auspacken. Hier steht drauf, das Meer ist nicht nur unglaublich schön, sondern hält auch viel Wissen und wertvolle Wirkstoffe für uns bereit. Der maritime Wirkkomplex von dem Rebalance Serum von No Makeup stärkt und balanciert deine Hautflora, reduziert Hautrötung und gleicht den pH-Wert der Haut aus. Das Meeresmineralwasser sowie Braun- und Grünalgenextrakt reduzieren zusätzlich Hautunreinheiten und stärken mit Hilfe von Präbiolinfos die natürliche mikrobiologische Hautbarriere. Das hört sich richtig, richtig spannend an, muss ich sagen. No Makeup, da hatte ich schon mal ein paar Produkte von und die haben mir bis jetzt alle gut gefallen. Das Ganze sieht so aus und das kommt mit so einer Pinpette hier oben und das ist in so einem Glasbehälter, sind 20 Milliliter. Ja, sehr schönes Produkt. Das Ganze kostet 9,95 €. So, und dann habe ich gerade was in dem Heftchen noch entdeckt und zwar hier unten steht das Trend-Goodie. Also, wenn ihr dieses Jahresabo habt, dann bekommt ihr dieses Goodie alle 2 Monate mit dazu. Also nicht dieses, sondern immer alle 2 Monate ein Goodie. Und das wäre hier im Mai das Pyto Balance Gesichtswasser von I&M mit Malve und Holunder. Das wäre jetzt dabei gewesen, wenn man ein Jahresabo abgeschlossen hat. Also das wäre zusätzlich noch als Goodie obendrauf gewesen. Richtig cool. Machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar habe ich dieses hier rausgeholt. Das ist Ballade en Provence, steht hier drauf und zwar ist das ein französisches Produkt, so wie ich das erkennen kann. Ich muss ins Heft gucken, also ich würde sagen, dass es eine Seife ist. Also ich mache es jetzt einfach mal auf und zwar sieht das so aus und hier ist so ein Stück drin. Ja, das riecht ziemlich neutral und kommt in so einer Pappverpackung. Fängt auch schon so leicht an zu schmilzen. Also ich pack's mal wieder rein und ich guck mal lieber in das Heft rein, was das Ganze ist. Zwar ist das Ganze eine feste Nachtcreme, steht hier. Das habe ich ja noch nie gehört. Eine feste Creme. Also ich weiß, dass jetzt alles irgendwie in feste Produkte umgewandelt wird, aber Nachtcreme habe ich noch nie gehört. Und zwar kommt das von der Firma Ballade en Provence. Kosmetik geht auch ohne Plastik. Das beweist auch die feste Nachtcreme von Ballade en Provence aus Kakaobutter, Kokosöl, Aprikosenkernöl und Karnauberwack. Für die Anwendung lässt du das Cremestück einfach über deine Haut gleiten. Durch die Körpertemperatur löst sich ein Teil der Creme und ein sanfter Film verbleibt auf deiner Haut. Deshalb hat sich das eben auch schon aufgelöst. Also das ist so richtig geschmolzen in meiner Hand. Danach kannst du die Nachtcreme wie gewohnt mit den Fingern leicht einreiben und verteilen. Der nächste schöne Traum lässt da sicher auch nicht lange auf sich warten. Sehr spannend. Also das Ganze ist eine feste Nachtcreme. Richtig cool. Also ich werde das jetzt mal so einen Moment anschmelzen lassen. Und tatsächlich, wenn man das so ein bisschen reibt, dann löst sich hier tatsächlich was. Also, das wird wirklich weich und schmierig. Das ist ja spannend. Also, das ist wie so ein Stück Schokolade, was schmilzt. Riecht ziemlich neutral. Also, ich merke jetzt hier nichts, dass irgendein bestimmtes Aroma hier rauskommt. Und so sieht das Ganze aus. Also, das wird wirklich hier so richtig schmierig, ölig. Und da kann man das abreiben. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen auf meine Hände. Und hier riecht man dann so ein bisschen Lavendel. Also ich werde mir das jetzt einfach mal hier auf die Hand drauf reiben. Das fühlt sich wirklich sehr, sehr reichhaltig an. Also so ein bisschen wie, als hätte man ein Öl, ein Hautöl benutzt.
Ja, also der Geruch ist neutral, das stört dann niemanden, würde ich sagen. Ich finde das auch eine richtig coole Idee, das Ganze in so ein festes Stück zu packen. Habe ich echt noch nie gesehen, noch nie von gehört. Biozertifiziert, das sind 40 Gramm und das kostet 25 Euro. Sehr schönes Produkt, wirklich. Also ich bin begeistert und ja, es ist was ganz Neues, ganz innovativ. Sehr schön. Schokolade ist wirklich so, so lecker. Dann kann man gar nicht aufhören zu essen. Ich habe die jetzt einmal offen und ja, die wird wahrscheinlich heute den Tag nicht überleben. So, als nächstes habe ich noch ein Produkt zum Essen hier drin und zwar das hier. Das ist auch wieder ein Glas und hier haben wir die Firma Vegaplum Wonig Gänseblümchen als Aufstrich oder zum süßen Kochen und Backen. Vegane Honigalternative. Das habe ich auch noch nie gehört, dass es eine Honigalternative gibt. Zutaten: Rohrzucker, Wasser, Gänseblümchenextrakt. Und das sieht wirklich aus wie Honig, Leute. Echt cool. Wonig vor allen Dingen. Ich finde den Namen witzig. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Das sieht echt aus wie so ein Honig, nur dass hier Honig draufsteht und hier könnt ihr das nochmal sehen. Also hier habe ich nochmal das Heftchen dazu. Ich habe ja die vegane Version der Box und man hätte auch einen normalen Honig drin haben können. Und zwar wäre in der normalen drin gewesen ein Himbeer- oder Kakaohonig und zwar von Beneo. Ja, das wäre ein ganz normaler Honig gewesen. Und hier steht auch nochmal in der veganen Trendbox, kannst du dich dagegen über eine von 7 Honigsorten von Vegaplum freuen. Also es gibt 7 Sorten anscheinend hier bei Vegaplum davon. Ich bin so gespannt, das auszutesten, wie das schmeckt, ob das wirklich ähnlich wie Honig ist oder am Ende genauso schmeckt. Bin ich echt gespannt. So, und als letztes Produkt haben wir diesen Umschlag noch hier drin. Und zwar steht hier drauf, wir bringen dir den Urlaub nach Hause. Trendrader in Kooperation mit Küstenglück steht hier drauf. Und das Ganze ist ein Umschlag. Ich werde das mal öffnen. Und ja, hier sind jetzt Postkarten drin. Und zwar richtig, richtig schöne. So ein bisschen größere. Lebe glücklich, nicht perfekt. Küstenglück einmal. Dann haben wir noch eine Karte hier drin. Und zwar am Ende wird alles gut. Und wenn es dann gut ist, sitzen wir endlich wieder am Meer. Sehr schöne Sprüche hier drauf, also gefällt mir richtig gut, auch maritim gestaltet. Man denkt sofort an die Nordsee, sehr schön. Irgendwann steige ich aus dem ganzen Drama hier aus und werde Leuchtturmwärter Küstenglück. Also wir haben hier 3 wunderschöne Postkarten drin. Das Ganze sieht so aus und das sind so Hochglanzkarten, richtig, richtig schön. Die kann man sich wohin hängen, die kann man sich auch einrahmen, kann man verschicken. Wirklich richtig cool. Das war das letzte Produkt hier in der Trendrader Box. Wir haben hier noch Flyer drin und zwar einmal von der Little Love Schokolade. Und dann haben wir noch ein Rezeptheft hier drin und zwar ist das von den Money Oliven mit exklusiven Rezepten. Also hier steht auch noch mal ein bisschen was drin über das Konzept und hier hinten noch mal so ein Rezept drauf. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch einen Flyer hier drin. Gewinnspiel, Produkt im Wert von über 1000 Euro. Das ist ein Trendrader Gewinnspiel. Und zwar kann man hier mitmachen bei Bineo. Also das war von dem Honig. Das war's. Die Box ist leer. Also wir haben hier alle Produkte uns angeschaut und das waren wirklich eine Menge Produkte. Ich habe hier ganz, ganz viel vor mir liegen. Richtig schöne, nachhaltige Produkte, die vegan sind und die ich alle nutzen kann. Also mir gefällt die Box sehr gut. Ich finde das Konzept richtig klasse. Das passt wirklich alles ins Thema Maritim rein und in das Thema Ocean Breeze. Also das hat wirklich alles ganz, ganz toll zusammen harmoniert. Die Produkte sind ganz toll ausgewählt. Ich finde die Sachen alle toll. Am besten gefällt mir dieser Beutel hier. Also den finde ich richtig cool. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Jedes einzelne Produkt kann ich gebrauchen. Die Box kann ich euch echt sehr empfehlen, gerade wenn ihr auf so nachhaltige Produkte steht und nachhaltige Boxen. Sehr, sehr schönes Konzept und auch hier das Heftchen. Also hier steht auch noch mal eine Menge drin. Hier hinten steht dann schon für den Monat Juni, was uns da erwartet. Hier steht zum Beispiel deine Trendbox im Juni. Im ersten warmen Sommermonat wollen wir mit dir auf eine wilde Entdeckungsreise gehen. Deine neue Trendbox im Juni steht daher ganz unter dem Motto Wild Adventure. Das Ziel ist ungewiss, aber die Mission steht, so viele neue Eindrücke wie möglich zu sammeln. Um diesen Zweck statten wir dich
mit allem aus, was du auf einer kleinen Reise benötigst. Deine Lifestyle-Produkte aus Fashion, Food, Wellness und Design sind praktisch und bereiten dich selbst auf das vor, was du nicht erwartest. Der Warenwert liegt über 90 Euro. Also hier haben wir auch einen unfassbaren Warenwert, also der liegt wirklich über 85 Euro und ich werde euch das hier oben auch nochmal einblenden. Wirklich richtig klasse. Ich freue mich sehr über die Produkte und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich mal interessieren. Ich denke mal, der ein oder andere von euch hat die Trendradar Box auch im Abo und könnt mir einfach mal reinschreiben, wie ihr die Box diesen Monat fandet. Das war ja jetzt meine erste Box gewesen und ich bin echt richtig begeistert. Vielen Dank nochmal an Trendradar, dass ich diese Box auspacken durfte und dass ich die Produkte testen darf. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich finde das wirklich eine ganz tolle Sache, dass das auch wirklich nachhaltig ist. Und wenn ihr Lust habt, euch die Box auch zu kaufen, dann nutzt sehr gerne meinen Code. Ihr bekommt 10% Rabatt. Und wie gesagt, die Box ist jetzt im Mai nicht mehr erhältlich, sondern die Juni-Box wird euch dann geliefert, wenn ihr euch die jetzt bestellt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, einfach nur auch, um euch da jetzt nicht zu verwirren. Also die Mai-Box ist ausverkauft und dann kommt die Juni-Box zu euch. Ich freue mich sehr auf die Juni-Box und ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ich werde diese Produkte alle austesten. Ihr werdet dann in einem Aufgebraucht-Video sehen, wie ich die Sachen fand. Auch die Sachen zum Essen, das werde ich mal aufheben und werde euch dann erzählen, wie die Sachen waren. Hier diese wunderbaren, leckeren Oliven, also die werde ich natürlich direkt probieren. Ich freue mich schon sehr darauf. Also man kann das alles mit gutem Gewissen essen und ja, benutzen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch mein Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Nicole.